der Pokalsensation, dem Sieg von Austria Salzburg beim Meister Tirol, trafen die beiden Mannschaften nun in der Meisterschaft wieder aufeinander. Es war übrigens das 25. Meisterschaftsspiel Tirol gegen Austria Salzburg auf dem Innsbrucker Tivoli. Tirol-Trainer Ernst Happel hat Konsequenzen aus der Pokalniederlage gezogen, indem er mit einem Defensivkonzept seine Mannschaft heute aufs Feld laufen ließ. 8000 Zuschauer am Tivoli, der FC Swarovski ganz in Weiß, von links nach rechts stark ersatzgeschwächt, spielend Danek, Backhold und Streiter verletzt, Hartmann gesperrt, Hörtnagel vorerst nur Ersatz. Bei Casino Austria Salzburg fehlt Kapitän Robert Scheiber nach der vierten gelben Karte, die er im Cupspiel gegen den FC Tirol erhalten hat. Innsbrucks einziger echter Stürmer bleibt somit Christoph Westerthaler, er zu Beginn mit einem guten Schuss. Austria Salzburg, clever, kühl, ebenfalls starker, elastischer Abwehr und weiträumigen Passes. Balzi ist gefault, Freistoß. Leo Leiner, Pinwinkler Kopfball und Hassler wehrt ab. Hassler wird Eck gehabt, der Eckball bringt nichts ein. Salzburg mindestens ebenbürtig. Stadler. Langes Solo, langer Sprint von Hermann Stadler. Jetzt läuft er sich in der Innsbruck Abwehr fest. Und Einwurf für Salzburg. Balzis, abgefälschter Schuss, daneben aber Eckball für Austria Salzburg. Ralf Balzis, der Eckball. Abgefälscht, Gorosito. Südwestertaler. Kudrus, der Abwehrspieler, kommt mit. Und Ilsanker, Herbert Ilsanker, Salzburgs Torhüter, schneller am Ball als Innsbrucks Abwehrspieler Kudrus. Wieder die Tiroler. Russ. Rosito, Kopfball, aber kein Problem für Ilsanker. Václav Danek, der verletzte, kopfballstarke Innsbrucker Mittelstürmer, fehlt doch an allen Ecken und Enden. Wenig Ideen im Innsbrucker Spiel. Rosito, halb Flanke, halb Heber. Eine Chance dahin, der Ball im Tor. Michael Bauer, Libero-Kandidat für die Nationalmannschaft. Erster gefährlicher Schuss. Ilsanker erstmals geprüft, Halbzeitstand aber 0:0. Die zweite Spielhälfte, Innsbruck etwas energischer. Bauer, Weiterpass. Westertal. Und Ilsanker, der Salzburger Torhüter, klärt. Dann zweiter Tausch beim FC Tirol, Gorosito geht und Rudi Gusnik, ein junger Stürmer, kommt. Zuvor hatte Ernst Happel schon Watzinger verletzungsbedingt ersetzen müssen. Innsbrucks Spiel kommt nicht auf Touren. Wenig spritzig, zaghaft in die Breite, verunsicher wirkend, wenig Durchschlagskraft, so die Spielanlage der Heimmannschaft. Kein Problem somit für Austria Salzburg, das Spiel offen zu gestalten und zu guten Chancen zu kommen. Herach, aber zu unplatziert, der Schuss, Hassler hält. Tiroler bemüht, fleißig, energisch. Westerthal. Gusnik. Und 1:0 für den FC Swarovski Tirol in der 78. Minute. Das Ganze noch einmal. Abpraller nach dem Schuss von Westerthaler. Gusnik. Schöner Haken. Sein erstes Tor in der ersten Mannschaft. Ein wuchtiger, unhaltbarer Schuss unter die Querlatte. Und der junge Kärntner darf sich zurecht freuen. Salzburg wirft noch einmal alles nach vorne. Russ fährt zur Ecke. Der Eckball. Abgewehrt und nochmals die Tiroler. Safo Jamfi. Aber es bleibt dabei. FC Swarovski gegen Casino aus der Salzburg 1:0. Wir waren etwas die glücklichere Mannschaft heute. Aber das gleicht sich im Laufe einer Meisterschaft alles wieder aus. Wenn ich gerade hernehme, wie viel Pech wir letzte Woche gehabt haben, das haben wir heute wieder gehabt. Und so gesehen war der 1:0-Sieg dann doch etwas glücklich.
Ja, und Sie haben es schon gesehen am Schluss des Bildberichtes. Wir haben ein neues Service für die Toto-Spieler. Schon vorzeitig können Sie also die Spiele, über die wir berichten und die sich auf dem Toto-Schein befinden, in Ihrem Toto-Schein eintragen. Jetzt zum nächsten Spiel.